den Rücken strecken, 7-mal den Rücken strecken und 100 Krankheiten heilen. In Absicht andere Übersetzung genommen. Schmaler Stand, also ohne Kontakt der Knöchel. So, so ein, mindestens eine Handfläche, Breitabstand bis zu einer Faust zwischen den Knöcheln. Schmaler Stand. Also ich richte mich da auch immer erstmal drin aus. So untere Hüfte nach vorne, leicht eingefedert in den Knien. Hier sogar ein bisschen tiefer, weil wir uns gleich strecken. Am Anfang ist es auch gut zu wissen, wo geht's hin. Also erstmal entspannt in dieser Situation, Position. Und wir wollen, ne, 7-mal den Rücken strecken, aber eben nicht mit Anstrengung, sondern gestreckt sein lassen, ja, weil es soll entspannt sein. Ja, das gleiche wie an der Anfangssequenz. Und mehr so den Kopf zum Himmel, aber wir kommen wieder zur Erde beim Aufsetzen, langsam aufsetzen. Das ist ein leichtes Abheben der Hacken dabei, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr heute wisst, ich bin zu wackelig heute, dann müsst ihr das nicht. Dann könnt ihr die Füße auf der Erde lassen. Geht es nur um dieses Strecken nach oben. Die Hände bis, also die Hände so in unter Bauchnabelhöhe, Magenhöhe, ein bisschen in die Hocke gehen, damit ein bisschen Platz ist zum Steigen, zum Abdrücken von diesem imaginären Tisch. Und dann nach oben denken, den Kopf, auch die Brust geöffnet lassen und wieder zurück. Langsam aufkommen. Schulterblätter sinken, wieder zurück. Ich drehe mich ein wenig zur Kamera. Das müsst ihr nicht. Das kann man in diesem schmalen Stand 7-mal machen, ohne irgendeine Positionsänderung. Nochmal Positionsänderung für mich. Ihr bleibt, wie ihr seid. Also ich spiele in dieser abgestützten Variante auch ein bisschen rum, um rauszufinden, kann ich meinen Rücken noch mehr gestreckt sein lassen. Und noch einmal nach vorne. Wunderbar. Also ich nehme mir meistens auch Zeit, 3 Atemzüge, um zu spüren. Wie fühlt sich das an? Nachdem ich so eine Übung gemacht habe.